So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2, Folge 41, müsste das jetzt sein. Warten Sie! Bevor Sie mich töten, wüsste ich gerne, wer Sie angeheuert hat. Ach so. Wer uns angeheuert hat, ganz ehrlich? Ich bin kein Attentäter, Nassana. Aber ich suche jemanden mit diesem Beruf. Sie brechen hier ein und radieren meine Sicherheitsleute aus, nur um die Person zu finden, die hier ist, um mich zu töten? Er ist oben in die Lüfte zu schächten. Was ist das für ein Spiel, Shepard? Was? Ich hab was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen. Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Wer? Nice. Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Verzeihung, aber Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Verstehe. Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für Sie. Für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Ich will mit Ihnen reden, aber woher wussten Sie, dass ich hier war? Schuss, Wechsel und Explosionen. Ich arbeite ja lieber geräuschlos. Wenn ich Wachen bekämpfen muss, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich mache selten Fehler. Sie haben meinen Plan gestört, aber letztlich hat sich die Ablenkung durch Sie als nutzbringend erwiesen. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Man hat mir auch gesagt, es sei unmöglich, nach Ilos zu kommen. Gutes Argument. Ihre Karriere baut ja fast darauf auf, das Unmögliche möglich zu machen. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie noch? Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Das wusste ich nicht. Kann ich irgendetwas tun? Es reicht schon, dass Sie mir diese Gelegenheit bieten. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für Sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Interessant. War noch eine ordentliche Ladung an Credits gekriegt. So. Ich habe komplett vergessen, welche Rasse er abstammt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch eine seltene war. Unser Attentäter. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären Sie eine echte Bereicherung des Teams.
Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Seine offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Boah, Jacob, immer so negativ, was den Attentäter angeht. Bei den anderen hat er nicht das Problem. Der andere ist ja freundlich. Ich habe keine Ahnung, was er gegen ihn hat. Man kann ja auch mal stinkig sein, ne? Also ganz ehrlich. Mehr P, cool. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach, danke sehr. Ungelesene Nachrichten. Lebe noch. Grüße, Commander. Die Frau Polizistin, also. Warum starten wir jedes Mal da? Auf Ilum müssen wir noch Miranda helfen. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, Miranda mitnehmen. Zumindest glaube ich das. Ich weiß ja nicht. Bin mir gar nicht sicher. Aber nee, eigentlich muss man ja. Muss man da nicht. Also ich hätte auf jeden Fall gerne unseren Attentäter dabei. Nur wir nehmen mal Samara noch mit. Also nur zum Rumlatschen erstmal. Ah, Entwerfen und Orb. Ein Drill ist er. Genau, Werfen und Orb hat er. Samara hat Werfen und Ziehen. Ich habe ein paar andere Sachen. Ich kann meinen Betäubungsschuss verbessern. Jo. Dann wollen wir mal. Zweck, ein Ziel. Das ist jetzt erreicht und plötzlich fällt mir etwas auf. Ich habe in der ganzen Zeit nie bewusst den Horizont wahrgenommen. Er ist spektakulär. Puh, er hat eigentlich recht, ne? Bis auf die Tatsache, dass es gefühlt eine flache Wand ist, wo wir gerade aufgucken, aber naja. Ach, biotischer Schaden. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung. Und Geschwindigkeit. Dann gucke ich doch mal im Tagebuch. Miranda. Genau. Fliegender Helium. Das ist im Halbmond dementsprechend.
Suchen Sie mit Mirandas Kontakt der Loge des Eternity. Okay. Da ist Eternity Bar. Also, okay, da war ich schon mal ganz richtig. In Kürze präsentieren wir Ihnen unsere jährliche Liste mit den 10 reichsten Bürgern von Ilium. Interessant, die haben eine Reichenliste. Okay. Ah, jetzt fällt mir ein, warum ich sie vielleicht doch mitnehmen muss. Genau, weil sie wartet hier. Deswegen müssen wir sie mitnehmen. Kann ich das nicht jetzt hier einfach Gruppe? Ne, natürlich nicht. Ah. Lass aber jetzt einmal schnell zurücklatschen. Wenn man, also wie ich, keine andere Möglichkeit weiß, das ist ein bisschen doof. So. Gruppe auswählen. Wir brauchen Miranda. Sie hat Überlastung und Warp hinzufügen. Eigentlich würde ich ja gerne Thane mitnehmen. Add Warp und werfen. Oder nehme ich doch lieber Grant mit. Oder Jack. Schockwelle ziehen. Obwohl, ich nehme wieder Garrus mit. Nehme ich zur Not nochmal ein mit einem Präzisionsgewehr. Also, ab sofort bin ich, glaube ich, zwischen Garrus, Grunt und, was ist das? Assassin? Ich habe seinen Namen vergessen, wenn er uns überhaupt gesagt hat. Sonst muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Ja, das schon. Allgemein kann sich die Menschheit, glaube ich, dann auch von den Außerirdischen hier etwas mehr abgucken. Also gefühlt werden Menschen ja mit bestimmten Aspekten geboren. Der eine ist eher kunstbegabt, der andere ist eher handwerklich begabt. Der andere hat mehr Fantasie, der andere weniger. Jemand mag es mehr hinterm Schreibtisch zu sitzen, jemand mag es mehr eher draußen zu sein, solche Sachen halt, ne? Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Ja. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Na, super. Wer ist Niket? Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein, ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea. Wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen.
Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Oh, gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Das wird lustig. Jetzt dürfen wir wieder Tontaubenschießen machen. Oder Asari-Taubenschießen. Irgendwie sowas. Ja, Miranda muss mit. Attentäter mal versuchen. Oder Garrus. Nee, oder? Wir versuchen mal Thane. Miranda kann auch ein paar Sachen machen. Überlastung oder Warp. Überlastung. Und Warp. Zack. Als nächstes mache ich Zauberers Offizier. Offizier. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. In Deckung hinter ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Ich hab's im Griff. Noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Der wird Ihnen nicht helfen. Ach, was soll das heißen, Niket wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt. Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag. Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden Sie haben, weiß ich nicht. Aber Sie werden nicht damit durchkommen. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn Sie es drauf anlegen, geht das hier böse für Sie aus. Captain Enyala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's echt hässlich. Einverstanden. Mann am Boden! Sie geben nicht auf! Sagen Sie Captain Enyala, wir brauchen Verstärkung! Och, endlich ist dieses hässliche Gesicht weg. Der hat ja genervt. Ach, der Schaden ist deutlich angenehmer. Kampfdrohne aktiviert. So. Na komm, wie hab ich das denn schon verpasst? So. Die wollte ich weghaben, weil der hat genervt. Wop, wop. So muss es sein. Nicht schon wieder.
Oh Gott. Wir müssen zu Niket. Ich finde es sehr interessant, wie das vor kurz 3 Minuten gedauert hat. Wenn ich sogar mehr. Bis sie weg waren. Für mich ist es bestimmt deutlich schneller. Für mich war das Ganze 3 Minuten. Fahrstuhltür. Ich habe nichts gefunden am Material. Team 4, hören Sie mich? Team 4! Moment, ich habe eines Ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass wir ein Kind retten? Sie ist kein Kind mehr. Sie wird dieses Jahr 19. Aber ich habe es wohl nicht für wichtig gehalten. Manche würden sie gegen mich verwenden. Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um Orianna geht. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht früher vertraut habe. Sie hätten es verdient gehabt. Ich verstehe ja, dass Sie Ihren eigenen Weg gehen wollten, aber Sie haben ein kleines Kind seinem Vater gestohlen. Würden Sie meinen Vater kennen, wäre Ihnen alles klar. Ich war nicht der erste Versuch, nur die erste, die er behalten hat. Ich wurde ohne Freunde großgezogen, musste absurde Anforderungen erfüllen. Ich weiß gar nicht, was ich war. Orianna hat bisher ein normales Leben geführt. Meine Entscheidung war richtig. Ja. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Niket rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern. Das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Okay. Hoffentlich ist Ihr Freund vertrauenswürdig. Absolut. Niket ist einer meiner ältesten Freunde. Man könnte sogar sagen, er war mein einziger echter Freund. Er ist der Einzige, zu dem ich nicht den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich meinen Vater verlassen hatte. Könnte es sein, dass Ihr Vater Niket benutzt, um an Sie ranzukommen? Er hat es mit Sicherheit versucht. Aber Niket ist einer der wenigen, die wissen, wie mein Vater wirklich ist. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, als ich vor meinem Vater geflohen bin, Shepard. Er wird mich jetzt nicht hintergehen. Okay. Suchen wir Niket und Orianna. Also los. Also von dem, was die eben gerade gesagt haben, würde ich Niket nicht so stark vertrauen. Aber naja. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Boah. Huch, genießt. Ärger hinter uns. Ich hacke kurz. Halten Sie mir kurz mal. Danke. Ach, wie schön entspannt, so mit dem Kampf einfach irgendein Gerät zu hacken, was auf dem Tisch rumliegt. Achtung! Überhaupt nicht stressig hier. Holt sie euch! Alles locker. Was war das denn? Schon wieder? Gute Nacht. Schon wieder. Der Fug.
Ich glaube, ich habe ein verbuggtes. Okay. Das heißt, Nikett hilft ihm nicht. Gut. Außer hilft ihm vielleicht doch und überliefert sie gerade, aber das können wir ja nicht wissen. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt nicht großartig uns darüber Sorgen machen, sondern einfach beeilen. Dass wir doch rechtzeitig hinkommen. Das könnte nützlich sein. Doch, wir haben schon Pistolenschaden. Ich meine, okay, das ist ein gutes Upgrade, aber. Ein bisschen viel davon gekriegt in letzter Zeit. So. Okay, er hat nachgeladen. Ich wollte kurz nachgucken. Ich wollte kurz nachgucken, ob er es wirklich gemacht hat. Nummer 1. Spritze. Ist also egal, wie viele Mechs dabei drauf gehen. Aha. Ja, von hier kommen wir. Gut. Ob ihr es wirklich so egal ist, weiß ich nicht. Weil es werden ein paar mehr sein. Habe die Schilde verloren. Der Schuss. Ich hab sie. Sie hat sich getarnt. Ey. Ja, super, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Warp. Kommen Sie her. Wir sind hier in einem Tunnel. Das ist ein bisschen vorteilhaft für mich mit der Schrotflinte. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, gehe ich jetzt nochmal zurück. Damit ich gucke. Die gucken kann, ob ich irgendwas übersehen habe. Weil genauer hinzugucken, in diesem Spiel lohnt sich ja meistens. Ja, siehst du? 3000 Credits hätte ich übersehen. Möchte ich doch ungern einfach lassen. Ah, cool. So, ich kann speichern, ja. Dann speichere ich kurz ab. Und ich schätze mal, wir sind jetzt so bei 27 Minuten. Und damit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.